Die Sony-Pressekonferenz ist gerade vorbei und wir haben das erste Mal Resident Evil 2 gesehen. Und ich habe mir natürlich sofort den Trailer geschnappt und alle möglichen Infos zusammengetragen, die ich nur finden konnte. Und für euch die 5 Sachen rausgesucht, die ihr vielleicht gar nicht gesehen habt. Nummer 1. Die Kamera. Es wurde zwar im Trailer hauptsächlich die Over-the-Shoulder-Kamera gezeigt, zumindest wurde es ein bisschen angeteased, aber ich habe mir das Presse-Factsheet angeschaut, was auf dem Capcom-Presseserver gelagert war, und da stand ein interessanter Satz, der auf viel mehr schließen lässt, besonders für die klassischen Fans. Und zwar möchte ich euch das einfach mal vorlesen. Eine komplett neue Perspektive. Ein neuer Over-the-Shoulder Kameramodus und modernisierte Steuerungsoptionen schaffen einen modernen Blick auf die Survival-Horror-Erfahrung und bieten dem Spieler eine Reise in nostalgische Zeiten mit dem originalen Gameplay-Modus von 1998. Originaler Gameplay-Modus, damit kann für mich zumindest nur die Kamera gemeint sein, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Capcom, ich sag mal, ich möchte nicht sagen, die Hosen voll hat, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, aber sich ganz genau bewusst war, was die klassischen Fans von dem Spiel wollten. Und darum bin ich mir mit der Pressemeldung in Bezug ziemlich sicher, dass damit die klassische Kamera gemeint ist. Punkt Nummer 2. Der ernste Tonfall. Viele von euch, die Fans des zweiten Teils, also des originalen zweiten Teils sind, werden wissen, dass er immer so ein bisschen cheesy rüberkam. Und man muss wirklich deutlich sagen, dass sie hier die Ernsthaftigkeit ganz ordentlich angezogen haben. Man hat es auch gemerkt, es gab einen kurzen Abschnitt, da kamen folgende Textzeilen: Impressive display of strength, never meant for this to happen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass damit Annette gemeint war, also dass Annette dort gesprochen hat. Und es deutet für mich hin, dass hier auch die Charaktere viel ernsthafter angegangen werden. Also wir werden uns wahrscheinlich von der netten, cheesy Art eines klassischen Resident Evil 2 verabschieden dürfen, aber bekommen dadurch einen viel härteren und deutlich ernsteren Tonfall im Spiel. Was meiner Meinung nach der perfekte Weg ist, um mit dem Game überhaupt umzugehen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, auch bezüglich ernsterem Tonfall, wir haben neue Synchronsprecher. Das ist ein Punkt, wo ich ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge dastehe. Wir werden nicht mehr Alison Court haben, wir haben nicht Paul Haddad gehört. Wer die neuen Stimmen sind, weiß ich nicht, aber zumindest machen sie auf den ersten Blick wirklich eine gute Sache. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Was nicht so ganz für die Ernsthaftigkeit gestimmt hat und mich ein bisschen rausgerissen hat, war, dass Mr. X offenbar einen Melonenhut trägt. Zumindest sah es so aus. Aber im Gesamten kann man definitiv sagen, auch was den Soundtrack anbelangt, was die Schreie im Hintergrund anbelangt, werden wir definitiv einen ernsteren Tonfall haben als im 1998 Klassiker. Punkt Nummer 3. Blood and Gore. Also das Spiel ist von dem, was man gesehen hat, mit Zombies mit halbem abgerissenen Unterkiefer oder die an den Gesichtern von anderen rumfressen, versucht es wirklich auch, die blutigen Momente des Originals einzufangen und scheut da auch nicht davor zurück, die ein oder andere heftige Gewaltdarstellung zu zeigen. Also auch hier können wir ziemlich sicher sein, Capcom bleibt dem Original treu. Und ich bin sehr gespannt, ob das Spiel eine Freigabe bei der USK bekommt. Wenn nicht, dann wären wir ja auch schon wieder bei dem Klassiker zurück, denn das hat damals auch keine Freigabe bekommen und wurde 2 Wochen danach von der BPJM indiziert. Ja, neue Gesichter habe ich mir noch aufgeschrieben. Mit Resident Evil 7 haben wir bereits neue Gesichter gehabt mit einem Chris Redfield. Das war auch hier der Fall. Es ist natürlich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite denke ich, gerade Claire haben sie richtig gut rübergebracht. Leon ist ein bisschen jung und er hat mich ein bisschen an Justin Bieber erinnert, aber das klingt fast negativer als es ist, aber bei Leon bin ich mir noch nicht sicher. Claire finde ich tatsächlich sehr gut getroffen. Es ist eine sehr schöne Neuinterpretation, genauso auch Sherry. Ada hat man nur die Umrisse ungefähr vage in einem
Regencoat gesehen, was mir sehr gut gefallen hat. Also so ein bisschen ein Noir-Look könnte ich mir bei ihr vorstellen, statt des klassischen Kleids, was sie vielleicht trotzdem drunter trägt. Also das werden wir noch sehen. Definitiv aber neue Gesichter und nicht mehr die klassischen, die wir vom alten oder auch von den Nachfolgeteilen gewohnt waren. Dann auch ganz interessant, das Release-Datum und der Vorbestellerbonus, den es gibt. Das Release-Datum wurde bereits im Trailer genannt, und zwar wird es der 25. Januar 2019 sein. Somit wird es nicht mehr im 20-jährigen Jubiläum von Resident Evil 2 kommen, sondern ein Jahr später. Auch wenn es knapp ist, ich finde es ein bisschen schade, auch dass wir es 2018 nicht mehr bekommen. Aber das ist halt so, damit müssen wir uns ja, begnügen. Viel interessanter ist jedoch, was es für Vorbestellerboni gibt. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor. Der digitale Vorbestellerbonus wird sein, die Deluxe-Waffen Samurai Edge Gun, die man ja aus dem Remake kennt, und zwar das Modell Chris und das Modell Jill. Das ist noch nicht so spektakulär. Bei der Deluxe Edition sieht es aber ganz, ganz anders aus. Und zwar haben wir da ein Leon-Kostüm, Arclay Sheriff. Da hat man auch im Trailer mal kurz einen Ausschnitt gesehen, wo man ein Sheriff-Abzeichen sah. Stelle ich mir jetzt nicht besonders spektakulär vor, aber vielleicht doch ganz cool. Ein Leon-Kostüm noir. Und jetzt kommt es. Ein Claire Elsa Walker-Kostüm. Für alle, die nicht wissen, wer Elsa Walker ist, Resident Evil 5, die nie veröffentlichte, aber 80% fertiggestellte Version von Resident Evil 2, die unter Resident Evil 1.5 bekannt ist, hat nicht Claire Redfield als Protagonist gehabt, sondern Elsa Walker. Und jeder hat schon spekuliert, wird es ein Elsa Walker-Kostüm geben? Und dementsprechend kann ich zu 100% sagen, werde ich mir definitiv die Deluxe Edition kaufen, weil als großer Resident Evil Fan muss das einfach sein. Also danke Capcom, dass ihr das reingepackt habt, denn sie wissen halt doch ganz genau, was wir wirklich haben wollen. Aber das war es noch nicht. Wer die Deluxe Edition holt, bekommt auch eine Samurai Edge Gun mit dem Albert-Modell, was natürlich eine Anspielung ist an Wesker. Könnte natürlich auch die Waffe aus Resident Evil sein. Ja, das werden wir sehen. Aber wenn ihr jetzt glaubt, dass das Elsa Walker-Kostüm der große oder das große Highlight von dem ganzen Ding war, Wenn ihr die Deluxe Edition bestellt, dann könnt ihr den Soundtrack austauschen gegen den Originalen von 1998. Also ich bin unglaublich gespannt, besonders wie der klassische Modus aussieht. Ohne davon jetzt zu viel gesehen zu haben, ich bin total hooked, ich bin total begeistert. Sowohl die Sache mit dem Soundtrack, als auch die vielen Anspielungen, die in dem Trailer, beziehungsweise wir haben ja zwei Trailer bekommen. Auf YouTube sind bereits zwei Trailer zu sehen, einer wurde nur bei der Sony PK gezeigt. Darum frage ich euch mal, habt ihr Lust, seid ihr genauso begeistert von Resident Evil 2? Wenn ja, dann würde ich mich gerne für euch hinhocken und ein Resident Evil 2 Remake Trailer-Analyse-Video machen und euch wirklich mal sämtliche Fakten zusammentragen, die man in den gesamten Trailern und im sämtlichen Material, was bisher veröffentlicht wurde, zu sehen bekommt. Sagt mir in den Kommentaren Bescheid, was ihr haben wollt, ob euch das gefällt. Gebt gerne dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal. Und ich sehe euch im nächsten Video.